Sag mal, willst du mit mir über meine Frisur sprechen, oder wie? Verarschst du mich jetzt, oder? Was? Nein! Also komm, Mia, jetzt tu mal nicht so scheinheilig. Natürlich, ich weiß gar nicht, was du meinst. Meine Haare sehen nett aus. Aus deinem Munde klingt das so... Keine Ahnung, wo du doch diejenige bist, auf die hier immer alle stehen. Entschuldigung, ich hab's ja nur nett gemeint. Weißt du, es gibt nur einen Menschen, von dem ich mir wünschen würde, dass er einmal ein bisschen netter zu mir ist. Aber der findet ironischerweise dich nett. Komm schon, das Thema hatten wir doch schon mal. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe ihm doch gesagt, dass ich nichts für ihn empfinde. Wäre so nett, er würde mich mal nicht wie Luft behandeln. Aber stattdessen wechselt er die Straßenseite, wenn er mich von weitem nur sieht. Hör zu, ich habe ihm gesagt, dass er mich einfach in Ruhe lassen soll, dass ich nichts von ihm will. Letztens in dieser einen Bar, ja, da habe ich ihn vor seinen ganzen Freunden blamiert. Ich war richtig gemein zu ihm, du warst doch dabei. Und je gemeiner du zu ihm bist, desto mehr steht er auf dich. Okay, aber was soll ich bitte machen? Musst du mir das vielleicht sagen? Ich weiß doch auch nicht. Tut mir leid. Es ist nur so, dass ich das hasse, dass er zwischen uns steht. Irgendwie... Das will ich doch auch nicht. Hey, wie lange sind wir jetzt schon Freundinnen? Ewig. Das kann nicht sauer sein.